Der goldene Affe opfert Früchte. Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen und dazu auch ein kleines bisschen Qigong aus einer kleinen Qigong-Serie, die wir mit dem Tai Chi zusammen unterrichten. Der goldene Affe opfert Früchte. Dazu sind, erstmal kurze Verbeugung. Ich vergesse das immer, tut mir leid. Die Füße sind doppelte Schulterbreite auseinander und die Zehen zeigen dann wieder etwas 45 Grad nach außen. Entscheidend ist hier, wir gehen gleich ein bisschen tief, dass die Knie über den Zehen sind. Ja? Okay. Stell dich so hin, dass es für dich passt. Die Finger berühren sich und dann beugen die Knie und die Hände öffnen wieder, die Handinnenflächen, die Hände übereinander und dann nach hinten durchstrecken, soweit es eben geht. Dann nach vorne kommen und nach oben strecken. Ganz weit nach oben. Dann kommen die Finger wieder vor, berühren sich, lösen das auf und strecken nach unten hinten, soweit es eben angenehm ist. Wieder nach vorne berühren und dann nach oben strecken. Ausatmen nach unten und einatmen nach oben. Wenn du nach oben kommst, kannst du ein kleines bisschen die Beine strecken. Aber wichtig ist, dass wenn du nach unten kommst, die Beine wieder sinken. Jeder natürlich im eigenen Ermessen. Das, was die Beine eben hergeben. Wenn du nach oben kommst, einatmen. Und wenn du nach unten sinkst, ausatmen. Ein. Und aus. Du solltest gerade am Anfang nicht weiter gehen mit dem Oberkörper als nach oben, lotrecht, um die Wirbelsäule da nicht zu überstrecken. Nach vorne kann man weitergehen. Eine gute Übung, um so ein bisschen Oberkörper zu mobilisieren und gleichzeitig gut die Beine zu aktivieren. Also eine hervorragende Vorübung für dein Tai Chi Training. Und noch einmal nach oben und nach unten. Okay, gut. Füße kommen zusammen. Kurze Verbeugung. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.